So, also jetzt eine Dokumentation des aktuellen Versuchs mit der Kreuzung mit 4 Ampeln und dem IR-Mini. Konkret, ich habe die Stromversorgung an meinem Trafo angeschlossen auf Wechselstrom. Das ist bei mir eine weiße und eine schwarze Buchse. Die geht dann auf den Verteiler. Also das weiß und schwarz entspricht sozusagen dem Gelb und Braun. Auf der weißen Buchse, sprich auf der gelben Buchse, hängen dann die beiden Ampelsteuerungen und die Infrarot, also der IR Mini. Und an der braunen Leitung hängen auch wieder die 2 Ampeln der IR Mini und das blaue Kabel der einen Steuerung. Das ist die Steuerung, die bei mir jetzt links ist. Auf der rechten Seite ist die zweite Steuerung, in der steckt es auch schon das blaue Kabel der ersten Steuerung drinnen. Momentan ist da noch eine Klemme drauf, die wir jetzt noch nicht brauchen. Die brauchen wir dann erst für den IR Mini. Die gibt es dann mal runter. Das heißt, das ist jetzt einmal die Steuerung für die Ampeln und der IR Mini ist strommäßig versorgt und daher blinkt er einmal, was zu erwarten ist. Die Ampeln schalten auch richtig. Ich halte jetzt einmal die Kamera eine ganze Phase hin. Wir sind jetzt vorhin bei Rot, jetzt sind wir gelb, grün und man sieht die Ampel auf der rechten Seite, das heißt der Gegenverkehr hat jetzt, wo die Ampel auf grün ist, bei Fußgänger Ampel grün und wird dann gleich wieder zurückschalten. Das heißt, diese wechselseitige Steuerung funktioniert. Warten wir es mal ab, bis der wieder auf Rot schaltet. So, gelb und rot. Und Fußgängerampel auf der anderen Seite auch wieder rot. Da hinten liegt der zweite Mini, der zweite IR-Mini, der jetzt noch nicht in Verwendung ist. Und der IR-Mini ist vorläufig auch schon einmal an das USB-Kabel angesteckt, das aber momentan noch in der Luft liegt. Aber eingeschalten ist eigentlich bereits für den Fußgängerübergang und den normalen Modus, also nicht den invertierten Modus. Momentan hängt der Aktus noch an der Stromversorgung. Das werde ich jetzt gleich abnehmen und das Programmierkabel vom IR Mini anstecken statt dem Ladekabel. Und dann machen wir beim Video weiter. Nur zur Information, da dieser Schalter mit grün und rot kann man nur die gesamte Stromversorgung ein- und ausschalten. Es ist auf grün, das heißt, es ist die Stromversorgung da. Darum sieht man auch die entsprechenden Ampeln bzw. den IR Mini blinken. So, jetzt einmal kurze Pause und umstecken. So, der Aktus steht jetzt auf der Straße. Der IR Mini ist mit dem Programmierkabel, das man da gerade wegrutscht, mit dem Computer verbunden. Das sieht man auch auf der Steuerung, dass er verbunden ist. Der Vollständigkeit halber, die beiden, also das blaue Kabel vom IR Mini ist jetzt noch nicht verbunden. Das heißt, es hängt da herunter. Da hängen schon die beiden Widerstände dran. Aber die Widerstände sind noch nicht verbunden mit dem blauen Kabel von der Steuerung. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Schalten wir den einmal ein. So, warum fährt er es nicht? Stellen wir darüber.
Ja, da fahrt er los. Und bleibt beim E-Mini stehen, der wie gesagt momentan noch einmal blinkt, das heißt noch nicht verbunden ist mit den beiden anderen Kabeln. Da macht keine Änderung. Obwohl es grün ist, fährt der Akkus nicht weiter. Ich werde jetzt die beiden Widerstände, die da in Serie geschalten sind, ich hoffe, man sieht es auf dem Video einigermaßen, ich werde es verbinden mit dem blauen Kabel, das wie gesagt da in der Steuerung drin steckt. Und auf der anderen Seite hänge die E-Minis dran. So, jetzt schauen wir mal, momentan ist die Ampel rot. Der E-Mini blinkt zweimal, was auch richtig ist. Ja. Es ist die Ampel schon grün, der E-Mini ist weggefahren. Die Ampel ist immer noch grün und das Auto fährt drüber. So, die Ampel schaltet auf gelb und auf rot. Und das Auto bleibt stehen. Momentan ein bisschen weit hinten, aber das ist ein anderes Problem. Jetzt sollte man ein bisschen. Aha, warum ist es ein Stück weiter gefahren? Ist begrünt, fährt richtig los. Eigenartiges Verhalten. Lass uns ein bisschen schneller fahren. So, Ampel grün, er fährt drüber. Ampel ist immer noch grün, er fährt drüber. So, warum ist bei der anderen Ampel stehen bleibt, ist mir nicht klar. Vielleicht ist da die Reichweite des E-Mini zu groß. Das schaut ein bisschen so aus. So, er steht jedenfalls bei der roten Ampel. So, jetzt ist die Ampel grün geworden, er fährt weiter. Jetzt decke ich da mal den E-Mini ein bisschen ab. Dann fährt er mal auf der anderen Seite richtig drüber. So ist das, was Optiken nicht notwendig. Er ist richtig gefahren. Ampel ist immer noch grün. So ist jetzt die Ampel rot. Und da bleibt eigentlich sehr schön stehen. Man sieht, dass der E-Mini blinkt zweimal, weil die Ampel rot ist. Das heißt, er muss stehen bleiben. So, Ampel ist wieder grün. Der E-Mini blinkt wieder dreimal. Und das Auto fährt auch so wieder sauber auf beiden Seiten durch. So, wieder gelb und rot. Das Auto bleibt wieder stehen, ist wieder ziemlich weit hinten. Aha, schiebt aber dann plötzlich ein bisschen an und fährt dann bis zum E-Mini vor. Wirklich eigenartig.
Aber er bleibt wenigstens richtig stehen. So, Ampel wieder grün und er fährt weiter. Ich schaue jetzt, wo der zweite Sensor vom IR Mini ist, ob der vielleicht stört. Ja, der ist da, tun wir den noch weiter weg. So, jetzt ist wieder punktgenau stehen geblieben. Und fahrt wieder weiter. So, Ampel auf Gelb und auf Rot und er bleibt punktgenau stehen. So, einmal machen wir die Geschichte noch. Ich werde aber ein bisschen bremsen, um zu sehen, wie das eigentlich dann ausschaut, wenn er nicht so mit voller Geschwindigkeit fährt, dass dann dieses Stehenbleiben bei der Ampel nicht so ruckartig ist. So, schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut. Momentan ist die Ampel immer noch grün. Ah, es ist auf Gelb und Rot. Und eigentlich bleibt der Rädchen stehen, ohne dass man vorher bremsen muss. So, eine Runde noch. Und dann sind wir eigentlich fertig. Und ich freue mich, dass es jetzt soweit klappt. Verstehen du es nicht, warum man da zwei Dioden hintereinander schalten muss, aber wenn es so ist, dann ist es so. Damit habe ich jetzt kein Problem. So, bei Grün ist er wieder weitergefahren. Er dreht schon gemütlich seine Runden. So, bleibt sehr schön stehen bei Rot. So, und um es zu zeigen, wie das jetzt funktioniert, möchte noch auf die Schaltung, möchte ich die Schaltung noch einmal zeigen, die ich heute von Fissmann bekommen habe. Also das wäre diese Schaltung für zwei Ampeln und 1 bzw. 2 IR Minis. Wenn man also bei dem einen IR Mini, den ich eingebaut habe, werde ich dann den zweiten Infrarotsender natürlich auf die andere Seite der Kreuzung stellen, also auf die Ampel, die dann gleichgeschalten ist. Und es ist logisch, dass dann der zweite IR Mini, der für das zweite Ampelpaar dann verwendet wird. Das ist die Schaltung für das erste Ampelpaar, für das erste Ampelpaar, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und beim zweiten Ampelpaar muss dann natürlich der invertierte Modus eingeschaltet werden. Das heißt, wenn die Ampel rot zeigt, soll er drüber fahren und wenn sie grün zeigt, soll er stoppen, weil das natürlich der Gegenverkehr ist. Insofern schaut es jetzt als sehr
logisch und komplett aus. Und ich freue mich, wenn ich das jetzt auf meiner Anlage entsprechend einbauen kann. Hier noch einmal die ganze Beschreibung. Man braucht, um das mit vier Ampeln zu machen, braucht man eben zwei IR-Mini. Beide IR-Minis werden durch die Ampel 1 gesteuert. Die Ampelelektronik wird wie in Abbildung 1 gezeigt angeschlossen. Das blaue Steuerkabel der Ampel 2 wird in die Buchse der Ampel 1 mit dem blauen Dreieck angeschlossen. Dann noch einmal der Hinweis, es gibt ein blaues Dreieck und einen blauen Kreis. Man muss es in das blaue Dreieck anschließen. Da muss man genau schauen. Beide Steuerleitungen der IR-Minis werden über eine Diode, zum Beispiel Artikel Nummer 6834, am Ausgang der Ampel 1, das ist am blauen Dreieck, zusammen mit der Steuerleitung der Ampel 2 angeschlossen. Bevor Sie die IR-Module anschließen, müssen diese eingestellt werden, das programmiert werden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Der eine IR-Mini wird im Fußgängermodus mit Normalbetrieb eingestellt, der zweite also das kommt jetzt dann unter Punkt 6 der IR-Mini. Für die Hauptstraße stellen Sie wie folgt ein: ans Programmiergerät anschließen, mit Strom versorgen, den Car-Manager öffnen und unter Infrarotbefehle Fußgängerüberleitung auswählen. Dann sieht man das, was wir gerade vorher gezeigt haben. Da kann man mal überprüfen, ob dann bei roter Ampel der Grundbefehl anhalten und der bei grüner Ampel weiterfahren eingestellt ist. Das IR-Mini-Modul für die Querstraße stellen wir so ein, dass auch bei Infrarotbefehle der Fußgängerüberweg eingeschalten wird. Dann wird aber der invertierte Modus ausgewählt. Das heißt, der kehrt dem, wie schon gesagt, die Befehle um. Ja, dann kann man die Sachen fertig machen und dann funktioniert es so, wie wir es da jetzt gesehen haben. Und ich bin jetzt sehr froh und dankbar an die Fissmann, an den Fissmann Support, dass es jetzt endlich geklappt hat. Das heißt, ich kann es jetzt auf meiner Anlage einbauen und freue mich schon drauf. Bei Grün fahr da drüber. Bei Rot bleibt er stehen. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.